Schön, dass du da bist. Es gibt Menschen, die nehmen mehr wahr und die lieben es. Sie haben eine stark ausgeprägte Intuition, sie strahlen aus dem Herzen und ja, sie leben sehr stark im Flow-Zustand. Andere dagegen sind hochsensibel und überempfindlich, sind ständig überfordert, nehmen sehr, sehr viel wahr, können nicht abgrenzen, was zu ihnen gehört, was zu anderen gehört. Permanent gehen Menschen über ihre Grenzen und sie fragen sich, wie kann ich das Ganze loswerden? Ich war vor ein paar Jahren an der gleichen Stelle. Ich habe viel gelernt, was das Thema Hochsensibilität angeht. Inzwischen würde ich es anders benennen und darum geht es in diesem Video. Das heißt, als erstes möchte ich meine Geschichte teilen mit dem Begriff, auch die Erfahrung mit tausenden Workshop-Teilnehmern. Als zweites geht es darum, was ist denn der Unterschied zwischen Hochsensibilität, also quasi diese starke Wahrnehmung als Fluch, und Wahrnehmungsstärke, wie ich es nenne. Das heißt, die Superpower einer stark ausgeprägten Wahrnehmung, wo es richtig Spaß macht und das Leben bereichert. Und dann der wichtigste Punkt, wie komme ich denn jetzt von A nach B? Was kann ich tun, wenn da noch hochsensible Anteile in mir sind? Wie kann ich das in diese Superpower verwandeln? Ich fange an mit meiner Geschichte. Ich hatte vor einigen Jahren einen Burnout. Ich war null mit mir selbst im Kontakt. Ich dachte, ich muss irgendwie in diese Box passen, die Gesellschaft für mich vorgesehen hat. Hat nicht funktioniert. Und dann bin ich in meinem Burnout auf den Begriff hochsensibel gestoßen. Und plötzlich hat alles Sinn gemacht. Ich habe das erste Buch dazu gelesen, das hat mir die Augen geöffnet. Ich habe das erste Mal das Gefühl gehabt, mich wirklich verstanden zu fühlen. Und plötzlich war ich nicht mehr der Einzige damit, sondern ich wusste, es gibt noch andere Menschen, die ähnlich wahrnehmen wie ich. So bin ich dann voll motiviert auf das erste Hochsensiblen-Treffen in Berlin gegangen. Und das hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht. Weil dann saß ich da und ich wollte einfach lernen, wie kann ich mit dieser Wahrnehmung umgehen? Bisher wusste ich nichts davon, das war unbewusst, kein Wunder, dass es nicht funktioniert hat, aber jetzt ist es mir bewusst, wie kann ich das Beste draus machen? Und die Realität vor Ort war dann, dass obwohl ich mitten im Burnout war, dass viele der anderen meinten so, wow, du kannst so gut damit umgehen. Und das finde ich echt beeindruckend, was du teilst. Und ich dachte mir, Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin mitten im Burnout, mir geht's richtig beschissen. Und das Feedback von anderen Hochsensiblen ist, dass es mir noch relativ gut geht. Hier stimmt irgendwas nicht. Ich habe dann auch direkt gemerkt, dass ja, die meisten dort sich gar nicht verändern wollten, sondern gesagt haben, naja, die Welt ist halt schuld, die anderen sind schuld, ich werde nicht verstanden, ich bin halt was Besonderes, ich bin anders und die anderen müssen sich ändern, damit ich so bleiben kann, wie ich bin. Ja, ist nicht so ganz kompatibel mit meinem hohen Wert von Eigenverantwortung und so habe ich angefangen, ich hatte den Ruf, Vorträge zu geben und auch wenn ich ganz am Anfang war, einfach einen Raum zu bieten für Hochsensible, die sagen, ich möchte das zu einer Superpower entwickeln, ich möchte das als Stärke empfinden, ich möchte mich annehmen, wie ich bin und verstehen, wer ich überhaupt bin. Und ein paar Jahre in die Zukunft gespult, hatte ich dann irgendwann genug von diesem Thema. Also ich hatte das Gefühl, ich habe alles dazu gesagt und auch online nahm das dann Fahrt auf, dass es immer mehr hochsensiblen Coaches gab und immer mehr Kommentare kamen an, du schreibst so oder du erzählst in diesem Video, als ob das so leicht wäre, damit umzugehen. Das ist völlig überfordernd. Ich kann halt nicht. Ich kann ja nicht meinen Job kündigen. Ich kann nicht dies tun und jenes tun. Also einfach eine sehr starke, sage ich mal, Opfermentalität. Und das ohne es abwerten zu wollen. Weil wenn man so einen Leidensdruck hat, und ich war da selbst drin und ich verstehe das sehr, sehr gut, man braucht sehr viel Unterstützung. Das heißt, auch ich sehe noch Muster in mir, wo ich sehe, da ist ein Anteil in mir, der möchte keine Verantwortung übernehmen. Der wartet darauf, gerettet zu werden und sucht nach irgendwelchen Personen oder Tools oder irgendwas im Außen, dass ich die Verantwortung nicht übernehmen muss. Das heißt, ganz wichtig, es ist okay, dass diese Anteile da sind. Es ist nur die Frage, glaube ich denen und verschließe ich mich der Möglichkeit, Eigenverantwortung zu übernehmen und mich selbst auf den Weg zu machen, wodurch sich halt nichts in meinem Leben ändert. Es geht also nur um die Bereitschaft zu sagen, ich möchte gern etwas tun, ich bin bereit, den Weg zu gehen. Ja, und so habe ich dann versucht, dieses Thema wegzuwerfen, wie so eine Frisbee. Was ich nicht wusste, ist, das Ganze ist ein Bumerang. Und es kam immer wieder, es hat mich einfach nicht losgelassen. Ich wollte mit dem Thema Hochsensibilität nichts mehr zu tun haben. Und erst vor ein paar Wochen hat es dann den Klick gemacht, die Erkenntnis, die alles befreit hat. Zwar habe ich erkannt, es geht einfach nur um diesen dämlich gewählten Begriff hochsensibel. Die Konnotation davon ist ja schon überempfindlich. Auf Englisch ist es besser gewählt, da heißt es highly sensitive person, also hochsensitiver Mensch oder hochsensitive Person.
Manche Experten im deutschsprachigen Raum verwenden es auch so und sagen, es gibt hochsensitive und hochsensible. Und ja, dann habe ich mich gefragt, wie nenne ich das Ganze? Weil wenn das nach wie vor präsent ist, ich liebe Menschen mit starker Wahrnehmung, wie nenne ich das Ganze? Und da war der Begriff starke Wahrnehmung, Wahrnehmungsstärke. Und das ist nämlich auch etwas, was ich bei vielen sehr erfolgreichen Menschen sehe, oder Künstlern zum Beispiel, die sagen, naja, mit hochsensibel kann ich nichts anfangen, aber ja, ich nehme mehr wahr als andere. Und auch einen Raum zu bieten, um diese Menschen anzusprechen und zu sagen, hey, lass uns treffen, lass uns schauen, wie können wir das Ganze eben als eine Superpower nutzen. Und wie können wir auch mit den Herausforderungen umgehen, die wir im Alltag haben, zum Beispiel Blockaden oder Ängste, Sorgen, Zweifel und innere Anteile, die in Selbstsabotage gehen, wenn wir das nächste Projekt angehen wollen. Weil das ist natürlich immer noch da. Wie gesagt, ganz wichtig, der Unterschied ist die höhere Eigenverantwortung und die Bereitschaft zu sagen, alles klar, da ist in mir was, was sich sträubt, lass es uns anschauen. Das zu meiner Geschichte, damit kommen wir zum zweiten Teil, und zwar, was sind die Unterschiede zwischen hochsensibel und wahrnehmungsstark? Ganz wichtig vorab, ich sehe es so, dass hochsensibel wie eine Pflanze ist, die vielleicht ein paar Wunden erlebt hat. Das heißt, die konnte nie wirklich zu ihrem vollen Potenzial heranwachsen. Und wenn diese Pflanze das bekommt, das ist dann Teil 3 des Videos, was sie braucht, dann kann sie sich entfalten, dann kann sie heilen, dann kann sie aufblühen und ihre Strahlkraft entwickeln. Und dann ist eben das Ganze ein Geschenk und kein Fluch mehr. Der erste von 7 Unterschieden ist das Thema Grenzen setzen und Willenskraft. Im hochsensiblen Stadium, so nenne ich es mal, ist oft der Fall, dass wir keine Grenzen setzen können. Dass wir denken, ich darf nicht Nein sagen. Und dementsprechend laufen dann Menschen über uns drüber, fragen uns nach Sachen. Wir sagen immer Ja zu allem, wo wir eigentlich Nein meinen, und es macht keinen Spaß. Im wahrnehmungsstarken Stadium ist es so, dass wir wissen, was wir wollen und es klar kommunizieren. Und dass wir genauso okay damit sind, wenn andere das tun. Und dass wir auch wissen, dass es stark regulierend ist. Wenn ich weiß, was du willst und du weißt, was ich will, dann können wir schauen, wie wir zusammenkommen. Wenn auf der anderen Seite jemand da ist, der dich überhaupt nicht spürt, weil du das Gefühl hast, ich darf nicht da sein, dann kann der nur über deine Grenzen laufen. Das ist der erste Unterschied. Der zweite Unterschied, ich habe ihn schon angesprochen, entweder diese Opfer-Täter-Dynamik oder Eigenverantwortung. Bei Hochsensiblen sind die anderen dann immer in Schuld und es gibt Täter und Opfer und ich habe Angst, bestraft zu werden oder dass mir jemand was antut. Auf der anderen Seite, Thema Wahrnehmungsstärke, ist es einfach, naja, Dinge passieren, vielleicht war es ja gar nicht böse gemeint. Klar muss ich den anderen wissen lassen, was mir wichtig ist, oder auch wenn mir was nicht passt, für mich aufstehen und Verantwortung übernehmen und sagen, was nicht geht. Das heißt, da wo ein Hochsensibler einfach klein beigibt, stehe ich für mich ein und sorge dafür, dass es mir gut geht. Unterschied 3, das sich Verlieren in Gefühlen und Emotionen und die an erster Stelle stehen, ist bei Hochsensiblen oft da. Ah, ich fühle mich gerade nicht so gut, ich kann heute nicht rausgehen, ah, ich weiß nicht genau, mal schauen, wie ich mich fühle. Was auch seine Berechtigung hat, teilweise auf sein Gefühl zu hören. Nur wenn es so ein sich im Kreis drehen und immer wieder Sachen zu vermeiden, die einen guttun würden, weil das Gefühl nicht da ist, dann macht das Ganze keinen Spaß. Ist übrigens auch eine persönliche Herausforderung von mir nach wie vor, auch nach allen Jahren, wo ich an dem Thema gearbeitet habe. Auf der wahrnehmungsstarken Seite ist es so, wir können sagen, aha, das sind meine Gefühle, okay. Auch zu unterscheiden zwischen, das ist gerade mein Gefühl, also das kommt aus dem Herzen, und hier ist eine Emotion, also es ist einfach eine Erwartung, die mein Verstand hat. Und zu sagen, alles klar, das ist da. Und zum Beispiel bin ich jetzt gerade müde, aber ich mache trotzdem das Workout, auch wenn ich mich nicht so fühle, weil ich weiß, danach geht es mir besser. Ich übernehme Verantwortung für mich, ich bin für mich da und trete für mich ein. Der vierte Unterschied ist eine Überempfindlichkeit, was Reize angeht, und dass alle Reize gleichermaßen auf mich einprasseln, dass ich vielleicht auch nicht unterscheiden kann zwischen, was ist jetzt im Außen los, was sind die Gefühle von jemand anderem und was sind meine eigenen. Oder auf der anderen Seite beim Thema Wahrnehmungsstärke ist es so, ich nehme immer noch viel wahr, aber ich kann den Fokus irgendwo hinrichten. Ich kann Sachen ausblenden oder auch sagen, okay, die Gefühle sind jetzt von jemand anderem, das interessiert mich nicht. Ich kann bei mir bleiben. Ich bleibe mit mir im Kontakt. Und so macht das Ganze viel mehr Spaß. Der fünfte Unterschied ist der Unterschied zwischen esoterischen Konzepten und Heilsversprechen. Und das Suchen, dass irgendein Guru oder irgendjemand anders mich befreit von meinen Leiden und Verantwortung für mich übernimmt. Das kann ein Arzt sein, wo wir sagen, oh, der macht mich gesund. Es kann eine Maschine sein, die im Internet beworben wird, irgendwelche
Akasha-Säulen oder irgendwelche komischen esoterischen Dinge, wo du denkst, es klingt sehr, sehr abenteuerlich. Gut, da muss man halt dran glauben. Vielleicht funktioniert es ja sogar. Keine Ahnung, aber es hat einen ziemlich hohen Preis oft. Auf der anderen Seite ein gesunder, kritischer Verstand. Einfach ein Überprüfen von, davon habe ich noch nie gehört. Wenn ich eine Studie sehe oder wenn ich das selbst ausprobieren kann, ich lasse mich gerne darauf ein. Wenn ich für mich erkenne oder das Gefühl habe, intuitiv, dass es wirklich für mich passt, klar bin ich bereit, dazu zu lernen, aber ich werfe jetzt nicht mein bestehendes Weltbild und meinen Verstand über Bord zugunsten von irgendwelchen, ja doch sehr Fantasy-Roman-ähnlichen Ideen, sage ich mal. Der sechste Punkt ist Scham. Das heißt, ich fühle mich nicht gut, wie ich bin. Ich sollte anders sein. Das ist eine Kernüberzeugung beim Bereich Hochsensibilität. Ich bin überempfindlich. Das sollte anders sein. Und auf der anderen Seite Wahrnehmungsstärke. Ich bin gut, wie ich bin. Ich liebe meine starke Wahrnehmung. Das ist genau das Richtige. Wurde mir von Gott geschenkt. Ich bin gut, wie ich bin. Und wie gesagt, ganz wichtig, es ist ein gradueller Prozess, immer mehr hier hinzukommen. Weil, ja, ich sehe auch bei mir genug Anteile, die glauben, dass sie falsch sind. Und wo ich auch überzeugt bin, dieser innere Anteil muss weg oder dieses Gefühl ist ein Problem. Wenn das weg ist, dann geht es mir endlich besser. Ganz wichtig ist es einfach nur wichtig zu verstehen, dass es darum geht, das anzuerkennen und die Verantwortung zu übernehmen. Und zum Beispiel dann irgendwann zu sagen, ich würde echt gerne diesen Anteil loswerden. Ich habe es versucht, aber es funktioniert nicht. Vielleicht sollte ich den mal anwenden. Vielleicht mache ich auch eine Coaching-Session oder suche mir die Unterstützung, die ich dafür brauche. Weil ich bin echt aggro gegen diesen Anteil. Und der siebte Punkt ist der Unterschied zwischen Kinderbewusstsein und Erwachsenenbewusstsein. Das heißt, viele Hochsensible, so kommt es mir vor, möchten gerne verschmolzen bleiben mit ihrem Gegenüber. Oder so die Suche nach Verbundenheit, nach ja, das Gefühl wie im Mutterleib wahrscheinlich, eins sein mit dem anderen. Und beim Thema Wahrnehmungsstärke geht es eher darum zu sagen, ich bin ich, ich bin ein Individuum und es ist auch schön, Verbundenheit zu erleben und Kontakt zu anderen. Aber ich weiß auch noch, wer ich bin. Ich verliere mein Ich-Gefühl nicht. Und das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Das waren die sieben Unterschiede. Damit kommen wir jetzt zur Frage, wie kann ich immer mehr von Hochsensibilität zu Wahrnehmungsstärke gelangen? Wie gesagt, ganz wichtig ist es ein Prozess, der Zeit braucht und uns selbst anzunehmen, wie wir sind. Also zum Beispiel zu sagen, diese Hochsensibilität ist ein Stadium einer Pflanze, die einfach Unterstützung braucht. Und wenn wir sie düngen und gießen und schauen, was sie braucht, dann blüht sie auf und verwandelt sich in diesen Mammutbaum. Das Erste, was wir brauchen, sind Gleichgesinnte. Menschen, die ähnlich drauf sind wie wir, die auch viel wahrnehmen und die uns das zurückspiegeln. Dass wir einfach das Gefühl haben, ich bin hier kein komischer Freak, weil die meisten Menschen halt sehr verkopft sind und weniger wahrnehmen als ich in meinem Umfeld, sondern ich kann mich hier entspannen. Hier verstehen die anderen genau, was ich meine, wenn ich darüber rede, wie es ist, viel wahrzunehmen. Weil es ist unglaublich wichtig. Unglaublich wichtiger Punkt. Ich hatte es oft bei Workshops in Berlin, dass dann nach zwei Tagen Wochenend-Workshop die Teilnehmer teilweise mit Tränen in den Augen dastanden und meinten, wo soll ich denn jetzt hingehen? Ich habe sowas im Alltag nicht. Ich brauche diese Unterstützung, aber wo gibt es das? Der zweite Punkt ist Annahme und Akzeptanz. Das steckt schon drin in der Gemeinschaft. Wenn das Normal Null ist, hey, das ist eine Stärke, das ist toll, dass du mehr wahrnimmst, dann führt das dazu, dass wir uns selbst annehmen und das führt dazu, dass wir ja die Pflanze gießen, die eben Aufmerksamkeit braucht. Dann ist es ganz wichtig, als nächsten Punkt zu lernen, mit unserer Wahrnehmung umzugehen. Das heißt, wenn du starke Gefühle und starke Gedanken hast und dich mehr mitbekommst, ja, als diese ganzen Zombies, die im Alltag rumlaufen, dann ist es wichtig zu lernen, wie kann ich denn damit umgehen? Wie kann ich Blockaden lösen? Gibt es Selbstcoaching-Techniken, die besonders geeignet sind für Menschen mit starker Wahrnehmung? Was sind überhaupt Gefühle und Gedanken? Und oft ist es ja so, ich stelle mir das wie so einen Fluss vor, der wir sind in dieser Metapher, und irgendwo ist so ein Staudamm, wo wir das Gefühl haben, diese Gefühle darf ich nicht zulassen oder diese Anteile von mir. Und dann geht es darum, ganz behutsam Zweig für Zweig von diesem Staudamm abzutragen, bis das Wasser wieder in seinem natürlichen Flussbett fließen kann, sodass es oberhalb vom Staudamm keine Überschwemmung mehr gibt und unterhalb keine Trockenheit, wo dann die Felder verdorren. Dass alle Bereiche in deinem Körper mit Leben versorgt sind, mit fließendem Wasser, in dieser Metapher gesprochen. Und der letzte Punkt, ganz wichtig, das Ganze braucht Zeit, ist meine Erfahrung. Ein Wochenend-Workshop ist super als ein Einstieg.
Aber letztendlich brauchen wir ein unterstützendes Umfeld und das langfristig. Wenn du Hunger hast, bringt es dir nichts zu sagen, naja, morgen esse ich mal was und danach faste ich wieder den Rest des Jahres. Das funktioniert nicht. Du brauchst jeden Tag was zu essen. Und genauso ist meine Erfahrung, brauchen wir kontinuierlich diesen Support, wenn wir diese innere Arbeit mit uns machen und innerlich wachsen. Und das ist genau der Grund, warum ich dann auch, nachdem etliche Teilnehmer nach Workshops meinten, was soll ich denn jetzt tun, wo kriege ich die Unterstützung im Alltag, gesagt habe, okay, ich rufe das Authentic Empowerment Network ins Leben. Und das ist meine Selbstcoaching-Ausbildung für wahrnehmungsstarke Menschen. Das heißt, Menschen wie dich, die sagen, irgendwo hier stehe ich, mit dem Begriff Hochsensibilität vielleicht, ich möchte das als eine Superpower entwickeln. Das heißt, da haben wir eine Telegram-Gruppe, wo wir im Austausch sein können. Ups, ein Hummel. Über die 2 Wochen zwischen den Workshops. Es gibt nämlich 2 Workshops pro Monat per Zoom. Es gibt auch eine Aufzeichnung, wenn man nicht live dabei sein kann. Und dort geht es eben darum, die effektivsten, einfachsten und sanftesten Tools zu nutzen, um Blockaden zu lösen, um sich Ängsten zu stellen, damit letztendlich mehr Energie fließen kann, damit wir mehr wir selbst sein können und das ablegen, ja, was uns davon abhält, wir selbst zu sein. Es gibt ebenso geführte Meditationen, Raum für Fragen, Coaching-Impulse. Also es ist ein sehr, sehr schöner Raum jedes Mal und geht teilweise sehr tief. Und der 3. Punkt, dadurch, dass es eben kein Wochenend-Workshop ist, sondern ein Online-Programm, hat man sich die ganze Zeit in der Hosentasche dabei, eben über Telegram. Es gibt noch ein paar Videokurse, zum Beispiel zum Thema Gesundheit, zum Thema Geld, zum Thema Coaching. Wie kann ich mich selbst coachen und auch andere? Was sind die Prinzipien darunter? Und eben ein paar sehr, sehr, sehr effektive Tools, mit denen sich Blockaden sehr sanft und leicht lösen lassen. Wenn das was für dich ist, klick unten auf den Link, da habe ich mehr Infos. Ich würde mich riesig freuen. Falls du dabei sein möchtest, kannst du mir auch gerne eine Nachricht schreiben, eine E-Mail am besten, falls du Fragen dazu hast. Ansonsten bleibt mir noch die Frage, wie hat dir das Video gefallen? Was hältst du von Wahrnehmungsstärke und Hochsensibilität? Was hältst du von den beiden Worten? Und was ist dein Favorit? Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Schön, dass es dich gibt.